Eure Schuldenkrise, Rettungsschirm, Bankenkrise, Inflation, Rezession, konjunkturelle Erholung oder gar Aufschwung, Volatilität, Wirtschaftswachstum, Hosse am Aktienmarkt, Rohstoffboom, Wachstum aus den Schwellenländern. Ja, das sind wohl alles Fragezeichen, die uns das nächste Jahr begleiten werden. In Bonus, Discount und Co., dem EuVAX Forum der Experten, wollen wir schauen, wie die Themen für nächstes Jahr aussehen. Und damit von meiner Seite erstmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Sind Sie froh, dass dies doch sehr wankelmütige Börsenjahr zu Ende geht, oder haben Sie die Chancen, die sich geboten haben, erfolgreich vielleicht auch am Zertifikatemarkt genutzt? Wenn ja, wie und mit welchen Produkten, aber vor allem, welche Themen und Trends eben im nächsten Jahr uns begleiten werden, darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen Gästen im Studio, nämlich zum einen mit Marcel Langer, er ist Zertifikate-Experte bei der UBS Deutschland. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit Kemal Bacci, er ist Zertifikate-Experte bei der RBS. Auch Ihnen natürlich herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, bevor wir jetzt aber zu den Themen und Trends kommen, wollen wir erstmal die Zertifikate-News uns anschauen. Nämlich da gibt es die Zertifikate-Umsätze für November und die sind gestiegen. Nämlich das Handelsvolumen im November ist um 3,4% gestiegen mit 55,1%, mehr als die Hälfte der Umsätze im Hebelproduktebereich. Als Basiswerte weiterhin eben dominieren hier die Indizes. Neuemissionen der Banken sind allerdings im November leicht zurückgegangen. Jetzt natürlich die Frage, kann man sagen, für den November ist das dann schon positives Omen für das Jahresende und auch vielleicht für nächstes Jahr, Herr Langer? Also höhere Umsätze sind grundsätzlich für uns natürlich immer positiv. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Sie haben es ja sogar in der Moderation gesagt, dass ein Großteil dieses Umsatzanstiegs eben aus dem Bereich der Hebelprodukte kommt. Und wenn wir Märkte haben, wie wir sie jetzt schon in den letzten 2-3 Monaten gesehen haben, die also wirklich sehr turbulent sind, dann sind das in der Regel auch Märkte, wo gerade so kurzfristig orientierte Anleger sehr engagiert im Bereich der Hebelprodukte unterwegs sind. Von daher ist es, glaube ich, keine Überraschung. Ich glaube auch, dass wir im Dezember sehr zufriedenstellende Umsätze sehen werden. Aber wie gesagt, fairerweise muss man darauf hinweisen, die Umsätze kommen hauptsächlich aus dem Bereich der Hebelprodukte, eher nicht aus dem Bereich der Anlageprodukte. Also die Anleger sind noch nicht so auf besinnliche Weihnachten eingestellt momentan. Nein, eher nicht. Eher noch nicht. Die Börse kann ja durchaus hier noch auch etwas bieten, weil ja auch zwischen den Jahren gehandelt wird, Herr Bacci. Ja, das ist richtig, aber tendenziell ist es da eher ruhig. Anleger halten sich zurück. Ich glaube auch, dass der Trend dieser Hebelspekulation sich eher halten dürfte, weil Anleger fassen im Moment keine Anlageprodukte eben an. Es gibt diesen Rückzug aus weil keiner langfristig abschätzen kann, wo der Markt hingeht. Dann lieber kurzfristige Gewinne mitnehmen, scheint hier die Tendenz zu sein. Die Unsicherheit dominiert noch. Und dann wollen wir noch schauen auf eine Studie, die der Finanzvermarkter OnVista hier in Auftrag gegeben hat oder beziehungsweise selbst durchgeführt hat, nämlich der Derivatemarkt in Deutschland. Und da geht es um die Derivatenfinanzprodukte, die bei aktiven, selbstbestimmten Anlegern doch nach wie vor beliebt sind. Und hier wollen 88% den Vermögensanteil an börsengehandelten Produkten in Zukunft erhöhen oder eben auch gleich belassen. Die PIPs sind wertvoll, die sogenannten Produktinformationsblätter, aber reichen den Selbstentscheider nicht aus. Optionsscheine sind die beliebteste Produktgattung und unabhängige Webangebote sind die erste Quelle für die Kursversorgung. Herr Bacci, ist es bei den Selbstentscheidern noch ein großer Unterschied zu den klassischen Anlegern? Was kann man hier beobachten? Eindeutig. Der Selbstentscheider nimmt das Thema Finanzen sehr ernst, informiert sich selber, weiß ziemlich genau, was er möchte und findet natürlich bei der Produktvielfalt von über 800.000 Produkten jeden Markt und jedes Szenario, das ihm zusagt, dass er über Zertifikate abbilden kann. Und ich halte das auch für eine sehr richtige Entscheidung, dass viele bei den Zertifikaten bleiben möchten, obwohl sie so stark kritisiert worden sind, weil in der aktuellen Marktphase haben wir ganz wenig Alternativen. Wir könnten auf Aktien gehen, klassisch. Da haben wir eine sehr hohe Volatilität, ein erhöhtes Verlustrisiko in der aktuellen Phase ohnehin. Bonds werfen kaum Renditen ab. Mit Zertifikaten bekommen wir aber Möglichkeiten, eben auch Seitwärtsmärkte zu spielen, Volatilitäten zu nutzen. Das sind alles Vehikel, die Sie in keinem Markt sonst angeboten bekommen. Der Selbstentscheider hat es erkannt im Grunde, kann man sagen, weil er sich mit der Materie beschäftigt. Wie kriegt man das aber zu dem klassischen Anleger hin, Herr Langer? Also ich glaube, die Masse an Selbstentscheidern ist in den letzten 5, 6, 7 Jahren deutlich gestiegen. Herr Bakshi hat es gesagt, es ist natürlich nicht ganz einfach, jemanden
zu zwingen, sich mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen. Ich glaube, die Emittenten bieten hier extrem viel an. Nur letzten Endes muss man sich auch dazu entscheiden, dieses Angebot anzunehmen. Von daher ist es, glaube ich, ein sehr langer Weg, bis man vielleicht so den durchschnittlichen deutschen Anleger zu einem selbst, mehr oder weniger selbst entscheidenden Anleger gebracht hat. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bemühungen, die gesamte Branche über alle Emittenten hinweg hier unternimmt, die sind sehr gut und auch sehr effizient und werden sich früher oder später auszahlen. Noch eine kurze Frage zu den PIPs, die nicht ausreichend sind, Herr Bacci. Was muss hier noch geschehen? Gehen Sie davon aus, dass hier noch was erweitert werden muss? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, grundsätzlich sind PIPs eben eigentlich genau dafür da, einen Kurzüberblick zu bekommen, weil wir dem Anleger eben nicht zumuten möchten, 10 Seiten lange Broschüren zu lesen, sondern auf 2 Seiten sollen alle relevanten Informationen kompakt dargestellt werden. Natürlich kann man mit 2 Seiten nicht in die Tiefe gehen. Anleger, die sich besser informieren möchten, die finden auch Marketingunterlagen, die einfach dargestellt sind bei allen Emittenten. Das ist ja auch längst nicht abgeschafft. Aber für jemanden, der schon einen groben Überblick hat, ist so ein PIP einfach ein kurzer Überblick, und mehr Zeit haben viele einfach auch nicht. Mehr